Ah, wo bin ich? Kann das sein, dass ich. Das sieht das aus wie das aus wie. Was ich mal im Internet gesehen habe. Durchfällt. Naja. Warte, finde ich nichts. Wo ist Was war das? Oh, ich habe mich abgegangen. Oh, aber ja, keine Money. Hallo. Wo Also, oder bist wer du? war das? Ich sagte niemals, wo ich bin. Du kannst mich nicht töten, ich bin ein Monster. Ich an die Feuer haben. Hilf mir doch! Hilf mir! Jemand! Ist, alle sind tot. Alles, was du siehst. Ja, alles, was du siehst, ist nicht echt. Du bist nicht echt? Nein. Ich bin tatsächlich echt. Doch diese ganzen Dinge, die du stehen bleiben siehst, die sind leider nicht real. Niemand kann dir helfen. Eine abgehobene Ratte. Lass mich in Ruhe. Komm doch her, wenn du dich traust. Nein. Er glaubt wirklich, er kann mich umbringen. Ich will irgendwie was machen, was ich hier auskomme. Irgendwie zu einer Zeit, dass ich zurück in eine andere Zeit komme. Für einen roten Raum. Eine Uhr? Er hat roter Raum gesagt, da war ich gerade. Ich höre alles. Die Uhr verstellen. So. Hat sie auf einen Tag verstellt. Ich denke nicht, aber passiert nichts. Ah, hier bin ich auch. Er ist tot, glaube ich. Warum funktioniert die Uhr nicht? Ich hab sie doch zurückgedreht. Tot. Da würde was gehen. Alle Uhren sind zurückgedreht auf einen Tag, aber es passiert immer noch nichts. Er ist nicht tot. Hat! Ah, das bin ich jetzt wissen. Oh, ich habe eine Waffe von dir. Danke. Jetzt habe ich endlich auch. Das wäre mal Polizist. Das ist mir egal. Warum kann ich mir nicht irgendwie die Zeit zurückgehen oder irgendwas? Ich komme immer wieder. Halt. Wenn du hier raus willst, dann hör mir gut zu. Hey, hallo, hörst du mir zu? Ja. Wenn du hier rauskommen willst, dann hör mir gut zu. Ja. Irgendwo ist ein Code versteckt. Du musst ihn irgendwo eingeben, falls Hilfe, um hier zu entkommen.
verstehst du. Okay. Und mit der Zeit kannst du nicht die Uhr zurückdrehen, sondern mit einer Kugel. Das mache ich jetzt. Jetzt hört sie sich kontrollieren. Die Zeit wird zurückgedreht. Nein, in... Die Zeit wird zurückgedreht in 30 Sekunden. Geh nicht mal weg. Geh zum Monopoly-Tisch. Wo ist er? Ich bin die nicht. Tja, die Zeit läuft. Hier ist er. Auch wenn ich böse, auch wenn ich böse bin. Pass gut auf, wohin ich dich jetzt nehme. Scheiß Start, ne? Ja, schon. Vor allem, ich fühle mich voll kalt, krank, weil ich letztens so einen Sonnenbrand gekriegt, deswegen tut's weh. Ach, krass. Ach, der Sommer macht heute wieder sein eigenes Ding. Ja, wir haben zwar gerade Mathe, aber komm, scheiß drauf. Essen, da hier noch Essen ist, ja, hat der Lehrer uns nichts zu sagen. Ich glaube, der Lehrer ist heute gar nicht da. Kann es sein? Ja. Eigentlich sollte doch Wunder. Eigentlich sollten der Lehrer kommen. Oder warte mal. Hast du eigentlich nie gehört, dass man durch den Boden fällt? Was? Nein. Ja, es soll irgendwie so ein Raum sein, der unendlich ist. Ja. Keine Ahnung. Lustig, ne? Also von... Ich muss sagen... Hä? Hey, ja geil, lustig. What? Ah! Und du hast den Feueralarm ausgelöst, wieso? Oh, Spaß! Ach so, ja. Weil der Lehrer ja nicht da ist. Na, stimmt. Bah, die Wissenschaft fängt gleich an. Mal gucken, ob überhaupt jemand da ist, Junge. Warte, heute ist Wochenende, wir sind... Hä, wieso war denn die Schule auf? Ach, egal, wir haben uns die ganze Schule für uns alleine. Ich gehe trotzdem in den Unterricht, weil der Direktor ist, glaube ich, da. Stimmt, die schicken uns hier hin, damit wir machen können, was wir wollen. Hm. Warte, ich mache einfach irgendwas bei diesem... Ist das scheiße. Ja, fuck, verbrannt. Heute lass uns einfach irgendeinen Mist machen. Lass umschweißen. Jungs, was macht ihr da? Keine Ahnung, wir sind hier irgendwie reingegangen und haben und irgendwie sind die ganze Zeit Glassplitter aufgedingst. Ja, hier. Aufgeplatzt. Keine Ahnung. Okay. Und wir wollen die Glasflasche nicht aufheben. Ich meine, wir wollen jetzt nicht sterben, also von daher. Junge, warum ist der Lehrer am Wochenende da? Ich bin der Direktor. Ich passe auf, dass hier kein Quatsch gemacht wird. Ach, der Direktor. Ach, sorry, ne? Ich will jetzt nicht. Wir stehen hinter der Verbetmachwir. Junge. Das geile Spray, was wir noch gemacht haben. Ey, lass mal hier abhauen. Herr Lehrer! Wir gehen down up, ne, mit ihrem Auto. Mit meinem Auto! Komm mal, wir verarschen den voll. Oh ja, oh ja. Wollen wir das crashen? Oder wollen wir noch irgendwas Geiles machen? Können wir crashen? Ja, okay. Und? Wow. Mein Bein. Hey, das sieht ja noch voll normal aus. Ich spring mal auf den Motor. Wow. Der ist voll kaputt jetzt, Mann. Lass mal schnell die abholen, Mann. Ja, ich erzähle dir mal ein bisschen weiter über diese... ...dass man durch den Boden fällt. Aber auf jeden Fall soll es irgendwie sowas sein, was unendlich ist. Und da soll es anscheinend irgendwas geben, was wie ein Monster ist. Naja, ich glaube, das irgendwie nicht. Ja. Weil das gibt's wahrscheinlich nicht mal. Junge, was soll das überhaupt sein? Ah, keine Ahnung.
gerade ausgetaut in der Schule, weil. Cool. Schöne Blumen. Ja, lass sie einfach vom. Lass einfach auch die Blumen draufstehen in der Gangsterhöhe. Aber eine Blume nehme ich mit. Und jetzt mehr. Meine Feuerzeug. Sie brennen! Ha, oh mein Gott, au! Oha! Ey, diese Frau schreit uns ganz halt an. Ey, ich ruf die Polizei, ihr bösen Jungs! Nervt doch nicht, alte Romy, Alter. Unverschämtheit! Ey, was ist das, Mann? Was ist denn, Junge? Das ist einfach ein armes Kind drin. Oh, musst du das jetzt holen? Alter, geh mal weg da. Ey, guck mal, jetzt fahr ich das Ding. Warte, ich mach kaputt. Was willst du jetzt noch machen mit deinem Scheißkugler? Oh, tschüss. Halt den Leer raus und der Trinke. So ein Loser, Kind, Mann. Das haben wir irgendwie schon gemeint. Ja, wir sind halt selbst vollkommen. Na, das stimmt. Das ist Polizei. Ich hoffe, die nehmen uns nicht fest. Ah, au! Warte, wir können... Ah, verdammt, das hat sich fast angefühlt, als wäre ich durch den Boden gefallen. Ja. Okay, wir sind jetzt. Ich bin noch mit meinem Knie auf den Boden gefallen. Ah, es blutet. Sie werden mich verhaften können. Aber ey, Polizei. Ey, Polizei. Ja. Wo seid ihr? Ey, lass den Typen mal los, Junge. Der darf noch gar nicht mal ins Gefängnis kommen. Der ist nicht mal 14, Alter. Das ist nicht straftätig. Ja. Was? Bin ich beim Direktor? Oh mein Gott, der Direktor hat dich einfach mitgenommen, Junge. Oh, ich glaube, der ist wegen dem. Ich glaube, der ist sauer wegen dem Auto. Du wirst für immer hier bleiben. Ich will immer, aber für den Tag. Na gut. Naja, du kannst ja zurück zur Klasse, wenn du willst. Nein. Ich bringe erstmal dieses kaputte Auto jetzt dem Lehrer. Gucken, wie er darauf reagiert. Ich werde, der ist ziemlich sauer dann. Herr Lehrer, ihr komplett zerstörtes, kaputtes Auto ist wieder da. Warte, ich gucke aus dem Fenster. Was? Ja! Sofort im Direktorraum. Von mir aus. So ein Loser, Mann. Und wehe, ihr macht hier auch Quatsch. Machen wir schon unser ganzes Leben, Mann, von daher. Ach, nachsitzen. Ja, Direktor. Gut, Damon, du schreibst einen Satz. Und Tim, du schreibst zwei Sätze. Oha, wieso, Junge? Wieso zwei? Okay. Hier, ich habe hier zweimal reingeschrieben, der Direktor ist schlecht. Die haben nicht gesagt, was ich draufschreiben soll, zweimal. Also, tschüss. Sofort wieder ins Direktorraum. Möchtest du eigentlich was anderes reinschreiben sollen? Nee. Erstmal tanze ich ein bisschen. Warum backt der Boden so? Oh, oh mein Gott, warte, ich komme in die Backrooms.